Ich bin Herr Wenking, zu Gast heute in Indonesien, zu Gast bei der Familie Plattner, bei mir der Herr Karl Plattner. Wir sehen heute ein Beispiel einer Finanzierung Enersan, also energetisch sanieren. Herr Plattner, können Sie uns sagen, was da effektiv gemacht worden ist beim Haus? Also wir haben, zwar das Haus ist erst 25 Jahre alt, aber wir haben das Angebot gehört von energetisch sanieren. Wir haben das nachher überlegt und haben das zur Reife gebracht. Wir haben das erste gewesen, wir haben die Balkone, was betont worden, angeschnitten und haben das in Holzbauweise eingetan. Sämtliche Fenster und Türen sind ausgetauscht worden. Die Fensterbretteln, was früher in Marmor waren, ist natürlich eine große Kälteübertragung, haben wir das auch ausgetan und neu gemacht. Ein neues Dach mit dementsprechender Dämmung und außen eine Dämmung mit 10 cm Eingang. Und die Auswirkungen spürt man gleich, oder? Also ich muss ehrlich sagen, die Auswirkungen sind enorm, weil man bedenkt, wir haben im letzten Winter einen Heizkörper im Haus gehen gehabt und das ist der im Boot gewesen. Was mit Holzheizen, Herd in der Küche und Ofen war, ist minimal gewesen. Wir haben jedenfalls Energie eingespart, jede Menge. Und das nächste ist jetzt, weil es so heiß gewesen ist, wir haben wirklich ein fein kieles Haus gehabt. Also Sie können jedem empfehlen, sowas zu machen, oder? Absolut, da die jedem empfehlen, das in Angriff zu nehmen, weil das hat sich wirklich gelohnt, das zu machen. Und auch vor allem, man muss sagen, die Wärme im Winter ist nicht eine trockene Wärme wie mit der Zentralheizung, sondern es ist richtig eine wohlige Wärme, es ist wie wenn man einen Kochlofen angekratzt hätte. Zur Ethical Banking Finanzierung sind Sie über den Berater gekommen, richtig? Ich bin über den Berater zur Ethical Banking gekommen und ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht gewesen, wie unbürokratisch und wie freundlich die Finanzierung vorgegangen ist. Es ist wirklich ruckzuck gegangen, ohne Probleme und sehr zuvorkommend auch der Berater und wirklich, es ist eine super Sache gewesen. Bei der energetischen Sanierung, Zuckerle war ja auch dabei, gell, haben Sie mir vorher gesagt. Ja, sicher, es ist ein Zuckerle, ist die 200 Kubik, was man kriegt, aber es ist für mich sicher empfehlenswert gewesen, das auszunutzen, weil man ja mehr Raum schafft und man kann ja für die Kinder auch vorsorgen, damit sie auch wieder was haben und nicht müssen irgendwo durch den Grund kaufen und bauen. Nebenbei spart man wertvollen Kulturgut. Okay, danke fürs Gespräch. Bitte.